Haifischattacke in Lübecker Bucht. Skandal. Stell dir vor, alle großen Zeitungen berichten, Staatsfernsehen berichtet, Privatsender berichten. Da ist doch ein Haifisch in der Lübecker Bucht gesichtet worden. Das Unwahrscheinliche ist eingetreten. So, und ab jetzt überlegst du, du bist sowieso völlig jetzt auf Heimaturlaub umgeschwenkt, aber musst du jetzt auch noch die Ostsee streichen? Das Risiko ist ja nicht hoch, aber zu 1% von einem Haifisch gebissen werden, könnte Totalschaden für dich bedeuten. Wie entscheidest du dich? Damit sind wir beim Thema Restrisiko, Nullrisiko angekommen. Das ist eine wunderbare Manipulationstechnik, denn ab jetzt könnte ich dir alles verkaufen, damit du dein Restrisiko von 1% vielleicht auf 0% senkst. Ich könnte dir jetzt wunderbare, überteuerte Spezialanzüge verkaufen, sagen wir mal aus so irgendeinem Anti-Haifisch-Stoff. Selbst wenn du nur die Wahrscheinlichkeit zu 1% hast, hast du jetzt so einen rundum sorgenlos Anzug und könntest eben doch vielleicht in der Bucht schwimmen gehen. Ja, ich gebe zu, das war jetzt mein Aufmacher. Also diesen Haifisch gibt es nicht. Also für alle Nordreisenden kommt mal ruhig weiter hierher. Aber es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen eben genau so reagieren. Auch wenn da nur zu 1% so ein Haifischtierchen in der Bucht rumschwimmt, reagieren Menschen so, als hättest du also mindestens eine 50-50 Chance, von dem Tierchen erwischt zu werden. Jetzt stell dir das mal umgekehrt vor. Du bist so ein Tierfilmer, sitzt in einem sicheren Boot und willst unbedingt diesen einen Haifisch filmen. Ja, da kannst du stundenlang in deinem Boot sitzen, bis du da auch irgendwo nur in der Ferne eventuell so eine Flosse siehst. Da merkst du also, wie unwahrscheinlich so eine 1% Haifischsichtung denn sein könnte. Also, Menschen reagieren auf diese 1% genauso, als wäre die Wahrscheinlichkeit schon fast zu 100% eingetreten. Das gilt sowohl für Albträume, Hilfe, ein Haifisch beißt mich, aber auch für Träume. Also wenn da ein Verkäufer ist, der verspricht dir da so einen super E-Book-Kurs, kauf mich für 4000 Euro und du wirst wie Dennis und Diana YouTube oder Amazon Millionär. Ja, auch da solltest du dich fragen, ist dieser Traum vielleicht auch nur zu 1% gegeben? Wahrscheinlich, wenn dir der Kurs jetzt in der Werbung verkauft werden soll, reagierst du schon so, als sei das Ergebnis bei dir mit Millionär über E-Business zu 100% eingetreten. Und wieder nur machst du dir nicht klar, das Risiko oder die Chance, jetzt Millionär zu werden mit deiner E-Book-Firma, ist genauso gering, wie in der Bucht von Lübeck jetzt diesen 1% Haifisch zu sichten. Jetzt kommen wir mal zum sachlicheren Bereich. Also wir halten noch mal fest, 1% Albtraum und 1% Traum, beides ist relativ irreal und chancenlos. Aber es ist wissenschaftlich erwiesen, Menschen reagieren auf diese 1% Glück- oder Unglückschance, als sei sie zu 100% gegeben. Also für deine Gefühle macht die Statistik keinen Unterschied. Und wenn du dir das klar machst, kannst du dir viele Ängste, aber auch viele Flops ersparen. Du fällst denn weder auf Panikmacher rein, frag mal wirklich denn nach dem statistisch gegebenen Risiko, aber du fällst auch auf viele Glücksversprechen nicht mehr rein. In den 1970er Jahren wurden also zahlreiche Versuchsreihen zu diesem Thema durchgeführt und eine besonders niedliche Versuchsreihe ist die mit der Sprinkleranlage. Also das ist so eine Beregnungsanlage. Da hat man Menschen in zwei Gruppen eingeteilt, immer zu 10 Personen. Gruppe 1 kam also in so eine Beregnungskammer und der wurde gesagt, dass die Beregnungsanlage über ihnen auf jeden Fall mit Regnen anfangen würde.
Ja, also ja, also sowas wie 100% Chance auf Nasswerden von oben. Gruppe 2 wurde gesagt, dass es nur zu 50% in ihrer Kammer regnen würde. Also diese 10 Leute waren sich also unsicher. Ja, 50-50, halbe Chance auf wieder trocken die Kammer verlassen können. Während des Experiments wurden körperliche Erregungsfaktoren gemessen. Das ist also Herzfrequenz, Schweißbildung, Zittern, steigt der Blutdruck, steigt die Atemfrequenz. Das Faszinierende war, die 100% Nasswerde-Gruppe hatte dieselben Merkmale wie die Leute, die nur zu 50% nass werden könnten. Gruppe 1 und Gruppe 2 waren also beide gleichermaßen nervös. Das Fazit, und das ist jetzt natürlich auch hier für mich mit Mystik und Coaching das Spannende, das Fazit zeigt also, die Wahrscheinlichkeit spielt keine Rolle, sondern deine innere Vorstellung. Wenn du dir vorstellst, dein Pech sei schon eingetreten, zeigst du die gleichen Merkmale. Also die Leute hatten da offensichtlich wenig Meditationserfahrung, die aus der 50% Nasswerdekammer waren also genauso nervös, als seien sie schon beregnet worden. Jetzt gehen wir wieder mal zur Statistik. Die Forscher waren nämlich auch neugierig und guckten, wenn wir jetzt das Risiko senken, so auf 20%, 10%, 5%, da bei dieser armen Gruppe 2, die jetzt nass werden könnte, wie reagieren dann die Leute? Also gibt es da jetzt welche, die einfach sagen, oh cool, die Wahrscheinlichkeit, dass ich nass werde, ist so gering, ich kann jetzt auch mein Lieblingsbuch aufschlagen und mit Lesen anfangen. Also auch diese Senkung des Risikos brachte keine Veränderung. Jetzt stell dir mal vor, wenn man das anwendet und weiß, ey, wir können Leuten so richtig Angst machen. Wir berichten jetzt also von ganz geringen Risiken in den Massenmedien. Die Leute werden aber genauso reagieren, als sei das Risiko schon zu 100% eingetreten. Ja, das hat also Riesenauswirkungen, dieses zu 100% durch reine Vorstellung auf ein ganz minimales Risiko reagieren. Senken wir also die Wahrscheinlichkeit in der Beregnungskammer noch weiter ab? Gehen wir runter auf 3%, 2%? Was vermutest du? Ja klar, du hast jetzt begriffen, wie diese Manipulationstechnik funktioniert. Weiterhin, die Leute in der Beregnungskammer haben immer noch die gleichen Stress- bis Paniksymptome gezeigt, als würde die Anlage jederzeit über ihn losgehen. Da kannst du dir also vorstellen, egal ob 1% Haifisch oder 1% Möglichkeit, dass dich da irgend so eine Seuche ins Bein zwackt. Du kannst wissen, die Leute reagieren mit derselben Panik, als würden sie schon halb auf dem Sterbebett liegen. Der einzige Unterschied, den die Forscher feststellten, war die Senkung von 1% Risiko auf 0. Und damit sind wir eigentlich schon bei der nächsten Manipulationstechnik angelangt, nämlich Nullrisiko. Der Markt, also die Leute, die in dem Bereich Versicherung und Schutz und all sowas, Sicherheitsversprechen, Sicherheitsanlagen, alle, die in sowas arbeiten, die können unheimlich große Gewinne damit machen, Leuten ein Nullrisiko zu verkaufen. Und dazu gibt es dann von mir das nächste Video über das Nullrisiko. Für heute merk dir mal nur, damit du dich nicht verrückt machen lässt, dass du darauf achtest, wie groß ist wirklich die statistische Wahrscheinlichkeit, dass dich da so ein Haifisch in der Lübecker Bucht wirklich ins Bein zwackt. Mach dir also klar, reale Abschätzungen von Wahrscheinlichkeiten spielen für ganz viele Menschen, die kein Mentaltraining machen, seelisch keine Rolle. Deshalb entscheiden sie sich immer wieder falsch. Sie überschätzen die Risiken, aber sie überschätzen auch geringe Chancen. Rechne also damit,
dass wahrscheinlich auch du dazu neigen wirst, zunächst geringe Risiken extrem zu überschätzen. Und dann gibt es noch mal das, wie ich es gerne nenne, Dramagesetz. Je größer die thematisierte Gefahr ist, desto emotionaler wirst du auf sie reagieren. Also, wenn die Gefahr einfach nur ist, ja, dass du 3 Tage lang Pickel kriegst, wirst du nicht so emotional auf diese 1%-Chance reagieren, als dass du also dramatische Hustenkrämpfe kriegen könntest und daran versterben. Also je dramatischer die Gefahr von den 1% ausgemalt wird, desto geringer interessiert deine Seele die Statistik. Ist hässlich.